euch heute ein kleines Follow Me. Und zwar dazu, wie es ist, mit 4 Kindern ganz allein in den Haushalt zu schmeißen, weil mein Freund jetzt wieder Vollzeit arbeiten geht. Und ja, dann filme ich heute so ein paar Sachen, wie das so abläuft, den ganzen Tag. Falls ihr euch jetzt fragt, was das ist, Leute. Ich bin gezoomt. Noch mehr gezoomt. Wow. So, jetzt ist besser. Das ist keine Scheiße. Aber ich wollte euch gerade mal wirklich reinlegen. Denn das ist ein Stück von einem Spielzeugburger von der Küche meiner Tochter. Und sie hat mal wieder nicht ihr Zimmer aufgeräumt. Ich glaube, ich sollte mal mit ihr reden. Naja, jetzt wird erstmal gesaugt. Jetzt wird geputzt. Ja, dann wollen wir den kleinen Mann fertig machen, weil der weint nämlich schon. Der weint nämlich schon. Mein Hund. Komm. Hallo, Sisa. Jetzt wird gefrühstückt mit Radio. Wird gebügelt. Ist das angucken? Baby, ist das manchmal ist es ganz schön anstrengend, muss ich sagen. So, jetzt ist gleich Mittagszeit. Das heißt, oh mein Gott. Was habt ihr getan? Oh nein, naja. Jetzt muss ich wieder aufräumen. So ist das Abenteuer Großfamilie, Leute. So, kurz vor 12, gleich ist Mittagszeit. Jetzt wird gespült. Ja, die erste Fuhre, die gab es heute Morgen schon. Und jetzt gibt es die zweite und gleich ist Bettchenzeit. Geschafft, es ist Mittagszeit. Und ich gönne mir jetzt eine kleine Pause. Wir haben es jetzt 12.48 Uhr und ich habe mir hier was zum Naschen und ich gucke dabei RTL. Jo, gut, gebügelt habe ich. Mein Haushalt ist soweit fertig. Ich werde heute Mittag vielleicht so einen Fertigkuchen backen oder so, ich weiß es noch nicht. Ja, jetzt will ich gleich mal meinem Männer schreiben, weil ich bräuchte ein wenig Geld. Ich müsste nämlich heute Abend noch mal was einkaufen, wenn er wieder da ist. Ich kaufe meistens mit 4 Kindern nicht alleine ein, weil das ist doch ein Punkt zu stressig und dann vergisst man eh die Hälfte und man hat eh nicht so viel Zeit und die Leute, naja. Deswegen will ich heute Abend, wenn er nach Hause kommt, noch mal was einkaufen, je nachdem, wann er nach Hause kommt. Ja, und dann schauen wir mal. Wie gesagt, nachher, wenn die dann wach sind, erstmal Mittagszeit, genau. Dann erstmal was essen, also die Kleinen. Und dann backe ich vielleicht einen Kuchen. Und ich wollte mal Staub wischen. Schauen wir mal. Gut. Naja, mal gucken. Mittagszeit ist vorbei. Ich werde jetzt runtergehen und die Kinder fertig machen. Der ganz normale Wahnsinn. Alle Kinder spielen Fußball. Achtung, nicht Treppen runterfallen. Zeig mal, Mama. Das geht jetzt nicht, weil ich filme. So, ja. Alltag mit 4 Kindern halt. Aber ich habe die Nachricht bekommen, dass der Papa schon früher Schluss hat und dass der Papa auch gleich von der Arbeit kommt. Ja. Und deswegen gehen wir jetzt Kuchen vorbereiten. Ja. Danach fahren wir zu Oma. Ja.
Ja. Der Papa ist hier. Für Leute. Aha, genau, für Leute. Gut, dann spielen wir ein bisschen Fußball. Ich bereite jetzt den Kakao für die Mäuse vor. Ja, mittags gibt es immer das. Wir haben jetzt fast... wir haben schon 4:05. Ja, und jetzt gibt es Kakao und Kuchen. Lecker. Hier sind wir beim Essen. Kakao und Kuchen. Hast du keinen Hunger mehr, Amon? Nein, nichts mehr essen. Und du kriegst gleich deinen Brei. Und der Papa ist wieder da. Ja. Amon, fang, essen, los. Nicht mehr haben. Mama, auch mal. Gut. So, der Tag geht zur Neige, während die Kinder hier eine App ausprobieren. So ein sprechender Hund. Zeig mal, Mama. Mama, zeig mal. Nein, das brauche ich jetzt nicht zeigen. Ja, wie man sieht, da raus. Und jetzt geht's ins Bettchen. Danke. Und somit endet hier mein Follow Me und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.